Hallo ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen eingeschaltet hast. Heute habe ich für dich eine kurze Sequenz für die Hüften. Wir starten mit einer kleinen Stärkung für die Oberschenkel, Vorderseite, den Quadrizeps. Es wäre aber super, wenn du vorher vielleicht ein paar Sonnengrüße, einen Yoga-Flow machst, um deine Beine wirklich gut aufzuwärmen. Also die Kriegerhaltungen wären ideal. Du kannst Blöcke verwenden, alternativ gehen aber auch Kissen, Bücher bzw. kannst du sie auch einfach weglassen. Für die erste Übung lade ich dich ein, dass du in den Fersensitz kommst, die Zehen auf und schnapp dir, wenn du hast, einen Block oder ein schweres Buch und strecke das nach vorne hin. Aber wie gesagt, du brauchst das gar nicht, du kannst deine Hände auch auf die Hüften legen, mit dem Daumen vielleicht so eine kleine Nuance, das Becken daran erinnern, das Steißbein sinken zu lassen, in die Bauchmuskeln zentrieren. Und dann alles, was wir machen, ist, ohne die Gerade hier zu verlieren, den Oberkörper ein paar Mal vor- und zurückzulehnen. Und du wirst aber merken, der Bauch ist aktiv, um hier in der Mitte nicht einzuknicken. Und vor allem, ich finde die Übung wirklich wunderbar für die vordere Oberschenkelmuskulatur. Und noch zwei, dreimal. Du kannst dein Buch, deinen Block behalten. Oder die Hände auf der Hüfte halten. Die Zehen sind, wie gesagt, heute hier bei dieser Variante aufgestellt. Und wenn du Lust auf eine kleine Rückbeuge hast, kannst du das nächste Mal, wenn du zurückkommst, Bauchmuskeln nochmal bewusst aktivieren, sodass der Unterrücken lang bleibt, den Brustkorb öffnen. Das wird intensiver in deinem Quadrizeps. Und dein Brustbein streckt nach vorne. Manchmal macht das hier Sinn, wirklich Daumen an das Brustbein zu legen, um die Handteller so nach oben zu schicken. Der Nacken bleibt lang und wenn du möchtest, nimm die Hände jetzt zurück auf deine Fersen. Bauch bleibt fest, Becken schiebt nach vor, Schulterblätter ziehen zueinander und der Brustkorb hebt sich. Sollte hier wirklich Öffnung in der gesamten Wirbelsäule spürbar sein, nirgendwo ein Zwicken oder ein Pieksen, dann bitte sofort rauskommen. Ansonsten atme noch dreimal durch. Der Ausatmung, den Bauch zentrieren. Mit der Einatmung den Brustkorb öffnen. Dann strecke eine Hand hoch, stell dir vor, du ziehst dich an einem gedachten Haltegriff wieder hoch und setz dich zurück. Ah, klopfe deine Oberschenkel aus. Und du kannst die Blöcke gerne jetzt beiseite geben oder die Bücher, die Polster oder ans vordere Ende deiner Matte legen und dann hier in die Taube kommen. Dafür rechtes Knie, linkes Knie Richtung linkes Handgelenk. Rechter Fuß wandert nach hinten raus und dann Blick über die Schulter, dass das Bein wirklich eine Verlängerung der Hüfte ist und nicht so sehr zur Mitte, aber meistens eher nach außen ausbricht. Wandere weit nach hinten, leg den Fußspann und drück die Zehen in die Matte. Durch das nach hinten Wandern hast du wahrscheinlich schon hier eine gute Dehnung, irgendwo Gesäß, vielleicht Oberschenkel, Außenseite. Dann drücke auch deine Zehenspitzen in die Matte. Dann lade ich dich ein, hier noch dreimal die Beine zueinander zu ziehen mit jeder Ausatmung. Das Becken darf dabei ruhig gerne ein bisschen ansteigen. So, als ob du die Knie in der Mitte unter deinem Körper zueinander bringen möchtest. Aber durch die Bremsen der Zehennägel, die nach unten drücken, der Knie auf der Matte, ist das natürlich nicht möglich. Dehnung wird dabei, wahrscheinlich ein bisschen intensiver für mich sogar. Ich habe Lust, jetzt noch ein bisschen weiter nach hinten mit den Füßen rauszuwandern.
Und dann von hier lade ich dich ein, die Aktivität loszulassen und entweder dich abzustützen, dass der Oberkörper noch höher bleibt, wenn es schon sehr intensiv war, gern noch höher. Oder so für die nächsten 1,5 Minuten hier den Kopf hängen zu lassen, vielleicht sogar den ganzen Oberkörper abzulegen. Und tief weiter zu atmen. Und stütz dich langsam wieder hoch. Du kannst auch gerne Pause drücken und etwas länger bleiben. Oder wenn du sagst, das ist schon gut, so eine kurze Dehnung zum Loslassen, zum Einchecken im Gewebe tut gut. Dann hier einfach die Hüfte zu mobilisieren, indem du das Knie kreist, so bewegst, wie es sich jetzt gut anfühlt. Und dann lade ich dich ein, von hier direkt in die Bauchlage zu kommen und dasselbe Bein, das linke Bein, Knie auf Höhe der Hüfte. Das ist eine Variante von Baum oder Taube, Gegenteil von Taube, Frosch. Und dann hier gerne so in dieser entspannten Haltung weiterbleiben, die Stirn auf den Handgelenken ablegen, wieder so 1,5 Minuten zu bleiben. Und die Idee ist jetzt wirklich loszulassen, so gut es dir möglich ist. Becken, Beine sinken zu lassen. Atme nochmal tief durch. Und du kannst, wie gesagt, jederzeit Pause drücken. Und dann langsam wieder hochkommen. Gerne nochmal die Hüfte mobilisieren, indem du das Knie heranziehst, streckst oder das Knie nochmal kreist. Und dann von hier direkt für die andere Seite, rechtes Knie zum rechten Handgelenk. Das Schienbein kann parallel zum vorderen Mattenrand sein. Es kommt aber wirklich sehr gut auf die Öffnung der Oberschenkelaußenseite, das, was wir gerade schon gespürt haben, an. Linkes Bein wandert wieder nach hinten. Du siehst, bei mir ist es auch ein spitzerer Winkel. Das ist besser für mein Knie und meine Hüfte, da ich hier nicht komplett offen bin wie die meisten. Das heißt, das hier ist ein komplett natürlicher, optimaler Bewegungsradius. Hinten, vorne die Zehen in die Matte drücken, 3 Atemzüge, Knie zueinander ziehen. Und zuerst in die Aktivität. Das Becken dabei bewusst durch muskuläre Kraft gerade ausrichten. Mit der nächsten Ausatmung Unterarme auf den Blöcken, Kissen oder den Körper am Boden auf der Matte ablegen. Wir halten wieder so 1,5 Minuten. Und dies deshalb, weil so Studien zeigen und bei denen gibt es viele sehr widersprüchliche Studien, aber so ein paar von den wirklich guten Studien zeigen, über 5 Tage die Woche täglich hat so das den meisten Effekt, recht viel mehr, ähnlich nicht mehr groß. Und nun ist es so, dass es wirklich darauf ankommt, inwieweit du jetzt loslassen und entspannen kannst. Auf Pause, bleibe länger, die Zeit.
wenn das so ein Abschluss einfach jetzt ist für deine Praxis und du dann vielleicht länger Shavasana machen möchtest oder den Rest deines Tages oder Abends starten möchtest. Gewebe jetzt an. Schütze dich gerne wieder hoch aus dem Vierfüßlerstand. Mobilisiere wieder die Hüfte. Blut in die jetzt gedehnten Bereiche bringen. Und wieder so für diesen liegenden Baum einen rechten Winkel in der Hüfte und im Kniegelenk. Du kannst die Hände gerne als Polster nehmen oder wenn du den Kopf zur einen Seite gedreht hast, jetzt zur anderen Seite drehen. Wenn diese Haltung für dich sehr intensiv ist, wie gesagt, stechen sollte es nicht, sollte es wirklich gut atmen können, aber wenn es gerade so ein Ticken zu intensiv ist, um für dich es wirklich loslassen zu können, kannst du sanft mit dem Knie in die Matte drücken. Mit der nächsten Ausatmung die Spannung loslassen und spüren, dass es besser ist. Und du möchtest gern einatmen, noch einmal Spannung aufbauen, halten. Mit der nächsten Ausatmung nochmal lösen. Stütze dich gerne wieder hoch. Das Knie heran, mobilisiere nochmal die Hüfte. Und von hier komm in einen Langsitz. Streck deine Beine nach vorne. Gib gerne Sitzfleisch nach hinten raus, sodass du die zwei spitzen Knochen spürst, die direkt unter deiner Hüfte sind und von denen du dich aufrichten kannst. Je nachdem, wie flexibel du hier in deiner Beinrückseite bist, kann es sein, dass das für dich schon sehr herausfordernd ist, wenn der Boden weit weg ist. Gerne die Hände, die Bücher oder Blöcke jetzt abstützen oder mit den Fingerspitzen jetzt die Wirbelsäule, Bauch und Rücken unterstützen. Und ich möchte, dass du wirklich mit der Ausatmung das Becken sinken lässt, mit der Einatmung den Herzraum nochmal öffnest. Und wenn du merkst, du spürst da vielleicht etwas Spannung, aber du kannst es gut halten, kannst du gerne die Hände mit nach oben nehmen. Und wenn das schon sehr intensiv ist, bleib gerne mit den Händen unten und finde gerne einfach so diese Beuge in der Hüfte. Wenn das Strecken der Arme gut funktioniert, geh mit mir einen Schritt weiter, indem du die Hüfte beugst. Dich mit der nächsten Einatmung gerade nach vorne und oben steckst. Fußballen ziehen dabei die ganze Zeit zu der Ran-, Außenkante und Großzehballen gleichermaßen. Mit der nächsten Ausatmung vielleicht noch ein Stück tiefer. Du siehst, der Rücken ist noch gerade. Du kippst aus der Hüfte. Dann die nächsten Ausatmung, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer. Du möchtest, dass die Dehnung sie wirklich die Beinrückseite ausdehnt und nicht irgendwo, meistens zu einer Oberschenkelrückseite, einen Punkt, der recht fest zieht. Dann lieber ein bisschen mehr rauskommen. Die Dehnung darf sich ruhig hier verteilen.
Und dann von hier für die nächsten paar Atemzüge, wenn du das möchtest, darfst du dich auch gerne runden, vielleicht sogar die Beine entspannen, die Knie leicht nach außen sinken lassen. Und den Kopf auch hängen lassen. Und gerade wenn du vielleicht jetzt gut verspannt bist, so die Fußfaszie hängt mit der Faszie, die bis nach oben, bis zur Stirn geht zusammen. Das heißt, vor allem wenn du noch hier in der Streckung bist, aber auch wenn du die Beine etwas mehr entspannst, wird die Dehnung intensiver, die ganze Körperrückseite hinunter, wenn du den Kopf wirklich loslässt. Von hier roll dich langsam wieder auf. Leg dich gerne noch einen Moment zurück. Vielleicht möchtest du nochmal das linke und das rechte Knie heranziehen. Gerne mit einer Seite beginnen. Und vielleicht beide Beine heranziehen. Und das zweite Bein strecken. Und wenn du Lust hast, eine der wichtigsten Übungen, ungelogen jetzt, das Loslassen, gerade wenn du dich eher als starken Menschen, als Kämpfer, als Macher, Macherin natürlich empfindest, könntest du dazu tendieren, diese Übung überspringen zu wollen. Und gerade dann wäre es eine Übung, die dir sehr gut tut. Du kannst heute in Shavasana bleiben, solange es dir gefällt und solange du Zeit hast. Ich schließe hier das Video, aber nimm dir wirklich gerne noch Zeit. Schön, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Danke.